Servus Leute und willkommen zu einem neuen Guide für TT Isle of Man Riding on the Edge 2. Heute machen wir Glanz und Chrom. Dafür wählt ihr einfach ein Motorrad aus, das euch gefällt. Die Farben kann man kaufen oder freischalten. Sobald ihr alle freigeschaltet und gekauft habt für ein Motorrad, ich wiederhole extra für ein Motorrad, wählt eine Farbe aus, startet ein Rennen. Beendet das Rennen, ihr müsst nicht gewinnen, nur beenden. Wählt eine neue Farbe aus, startet das nächste Rennen. Und wenn ihr für ein Motorrad alle Farben durch habt, nach Abschluss des letzten Rennens mit der letzten Farbe, kriegt ihr die Trophäe. Das war's auch schon. Viel Spaß, haut rein. Ciao, ciao.